Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast und mit mir über das Thema Optimismus sprichst. Wir zeigen dir jetzt, wie du in 7 Schritten ein bisschen optimistischer werden kannst. Schritt 1. Nutze die Morgenstunden für dich. Wenn du Stress am Morgen hast, wirkt sich das über deinen Tag aus. Versuch also, viel Zeit in der Früh einzuplanen. Geh eventuell ein bisschen laufen an der frischen Luft oder meditiere. Hab Zeit für dich. Frühstücke in Ruhe. Nimm dir Zeit. Beginne den Tag ganz ohne Stress. Tipp Nummer 2. Verbringe Zeit mit Optimisten. Überleg dir, was du von ihnen lernen kannst. Wenn du dich viel mit optimistischen Menschen umgibst, wirst du merken, wie diese positive Energie auch auf dich abfärbt. Schritt Nummer 3. Notiere dir täglich 3 Sachen, wofür du dankbar bist. Deine Sicht auf die Dinge setzt sich aus deinen Erfahrungen zusammen. Von daher notiere dir jeden Tag 3 Dinge, die dich irgendwie in irgendeiner Weise positiv beeinflusst haben. Zum Beispiel, was ist dir heute gut gelungen? Was hat dich zum Lächeln gebracht? Worauf hättest du heute auf keinen Fall verzichten möchten? Und worüber hast du dich heute gefreut? Wenn du das am Abend zusammenschreibst, wirst du merken, wie du gleich zufriedener bist. Weil auch wenn der Tag vielleicht nicht so lief, wie du es dir vorgestellt hast, es gibt immer Kleinigkeiten, die toll waren. Notier dir die und schon wirst du ein bisschen optimistischer werden. Schritt Nummer 4. Formuliere positive Gedanken. Oft benutzen wir negative Worte wie ich kann das nicht oder ich will das nicht. Das ist eher was für Pessimisten. Versuch, positive Worte zu finden, das Ganze ein bisschen positiver auszudrücken. Überleg dir auch, wann hast du das letzte Mal einer Person ein Kompliment gemacht? Wenn wir anderen Leuten ein Kompliment machen, macht uns das automatisch auch ein bisschen glücklicher. Also, geh gleich mal zu deiner nächsten Person oder deinem Nachbarn, deinem Partner, deinen Eltern, deinen Geschwistern und sag ihnen, was gefällt dir an ihnen. Mach ihnen ein Kompliment und du wirst sehen, du wirst dich gleich besser fühlen. Schritt Nummer 5. Teile positive Erfahrungen. Wir neigen dazu, gerade im stressigen Alltag zu erzählen, was lief schlecht im Job? Was hat uns heute aufgeregt? Hatte die Bahn vielleicht wieder Verspätung? Oder war unser Kaffee heute Morgen nicht gut? Wir neigen dazu, all diese negativen Erfahrungen weiterzugeben, zu erzählen und nicht das, was eigentlich gut lief. Also überleg dir mal, wenn du wieder irgendwie was erzählst am Abend, versuch das Positive zu erzählen. Was ist heute gut gelaufen? Was hat heute gut geklappt? Punkt Nummer 6. Begegne den Herausforderungen lösungsorientiert. Wir alle haben mal Situationen, wo wir uns denken, das ist jetzt wirklich eine Herausforderung. Das könnte sich schwierig gestalten und neigen dann eher dazu, es aufzugeben bzw. zu lassen, weil wir uns denken, wir können es eh nicht. Versuch stattdessen einen Weg zu finden, wie du das Ganze ein bisschen lösungsorientierter gestalten kannst. Überleg dir zum Beispiel auch, was ist das Schlimmste, was mir passieren kann? Was wäre, wenn ich keine Angst hätte? Wie würde ich dann die Situation beurteilen? Wenn wirklich der schlimmste Fall eintreten würde, wer könnte mir helfen oder was könnte ich tun? Überleg dir diese Sachen und du wirst sehen, so schlimm ist es gar nicht und so viel kann auch gar nicht passieren. Tipp Nummer 7. Optimisten glauben an sich selbst. Frag dich, was kann ich besonders gut? Was kann ich vielleicht auch besser als andere? Worauf bist du besonders stolz? Fokussiere dich auf diese positiven Dinge und verschwende deine Energie nicht, was du vielleicht jetzt noch nicht kannst. Du kannst es lernen, weil was jetzt noch nicht ist, kann ja vielleicht noch werden. Begegne dem Ganzen ein bisschen mehr mit Selbstbewusstsein, ein bisschen mehr Stärke. Wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne einen Daumen da, abonniere unseren Kanal und vergiss nicht, die Glocke anzuklicken, damit du kein weiteres Video mehr von uns verpasst. Und immer dran denken, positiv bleiben. Bis zum nächsten Mal.